Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Micha. Und ich bin der Marco. Hallo. Was hast du denn Tolles mitgebracht? Hier sieht es mal richtig gut aus. Hier sieht richtig gut aus. Und ich glaube, wenn die alle die Motoren aufheulen lassen, dann wird es hier auch laut. Also, wenn die Originale das tun würden, die sind schon eher leise. Es gibt hier Vibrationen, sag ich dir. Runter. Das gelbe Vibrationen, ja. Ihr wisst, unsere Serie von PS-Boliden im Maßstab 1 zu 18 wächst munter weiter. Die beiden sind vorrätig, seit einiger Zeit schon. Die beiden, die höre ich schon. Ich glaube, zum Zeitpunkt, zu dem das Video hierzu erscheint, sind die beiden auch da. Reden wir heute mal über den Orangen, würde ich sagen. Lass uns das tun. Das ist ein schickes Auto. Packen wir erstmal die Bub-Bub-Bub-Bub in der Garage. Stellen wir die Bub-Bub-Bub-Bub genau mal ein bisschen beiseite. Und der macht aber auch Bub-Bub-Bub-Bub, oder? Der auf jeden Fall. Ich würde mal fast behaupten, das ist der, der am meisten Bub-Bub-Bub-Bub. Ich glaube, der ist eher so Typ Kreissägen. Ja, ist wohl wahr. Und das ist so ein Bub-Bub-Bub. Ja, das ist... Was für ein Ding. Also das ist... Ich glaube, solche Autos haben keinen Kofferraum, die haben hinten nur Tank, oder? Ich meine, sonst sind die da 50 Kilometern. Ich denke schon, dass der 20 Liter braucht. So, was haben wir denn eigentlich hier vorne? Hier ist ja ein Hirschfänger oder nein, wie nennt man das? Ein Kuhfänger? Ein Lammschutz. Bisonfänger. Ich glaube, es ist ein US-Auto. Das, gut, da gab es keine Kühe oder was? Wenn die Cowboys damals mal weniger von den Autos gehabt hätten, gäbe es jetzt noch mehr Bisons. Ja. Also gut, Blue Brick Special, amerikanische Muscle. Muscle Car. Also wenn es ein Auto ist, es Muscle, oder? Muskelauto. Ja. Also mindestens 8 bis 25 Zylinder, oder? Gucken wir doch mal nach. Der hat die Zylinder. Wie, der kann man nach? Kann man nachgucken? Ich vermute es mal. Ich sehe hier nämlich, die sind interessant eingebaut. Markus, ne? Lux-Augen. Mal andersrum, die Noppen sind da ja quasi an der Stelle, gehen die Noppen nach vorne. Das stimmt. Was ich meine? Die 1x1 modified sind. Mal so eingebaut. Ja, also Motor ist da. Gut, Zylinder kann man nicht zählen. Sieht jetzt für mich nach einem V8 aus, aber ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ehrlich bin, habe ich auch nur wenig Ahnung, würde aber auch auf 8 tippen. Ja. Schicker Motorblock auf jeden Fall. Wobei ich immer nicht so ganz zurechtkomme mit dem kleinen Apparat da vorne. Aber gut, der soll so sein. Gehe ich mal fest von aus. Jetzt haben wir mal drin. Gehen Türen auf? Testen wir es. Nee. Nein, die können noch nicht aufgehen. Die sind hier die Slopes. Da sind Slopes. Meinst du, wenn die Slopes da weg wären, würden sie aufgehen? Weil ich sehe hier schon so eine durchgehende Linie. Aber als wir das Neuheitenvideo gemacht haben mit Klaus, meinte er, es könnte sein, dass bei denen die Autos gar nicht aufgehen, weil das bei den Autos so war. Ich kenne mich allerdings nicht damit aus. Du meinst, das ist so ein Stockcar, die sind aus und die müssen auch ein Fenstersteige? Kann sein. Ich meine, sieht das hier nach einem Überrollbügel aus? Ja. Dann war es vielleicht eins. Du meinst, mir sollte meinst, hier, dass, mit, die, dass die hier immer durchs Fenster Du meinst, mir sollte hier noch so eine Startnummer, so eine, keine Ahnung, eine 1 draufklatschen und dann sieht das gut aus oder was? Kann sein. Also ich habe das Auto nicht gebaut, deswegen kann ich dir, aber so wie es aussieht, ich wüsste nicht, wie es aufgehen soll. Von daher, nee, das ist hier zu, das ist hier vorne zu. Also wir haben hier eine Linie, aber... Nee, gut, wie gesagt, bei den amerikanischen Stockcars und so, da ist ja, glaube ich... Ich würde gerne nochmal den Innenraum zeigen. Ja, dann mach doch. Ist das ein Hardtop oder ist das so gebaut? Es ist anscheinend so gebaut, dass man es gut abnehmen kann. Beziehungsweise, nee, es muss so gebaut sein, denn wir haben hier eine ungerade Noppenzahl hier im hinteren Bereich. Also hier sind es 9 Noppen und hier sind es 11 Noppen breit. Was muss mir das sagen? Das hier ist eine gerade Noppenzahl und hier oben ist eine ungerade. Deswegen müssen Sie hier diese Jumperplates einbauen, um den Übergang hinzukriegen. Okay. Weil hier, das hier hat eine gerade Noppenzahl, das hier hat eine ungerade, das hier oben hat eine ungerade, deswegen kommen hier diese Jumperplates drauf. Von innen sieht's doch. Finde ich gut. Also die Sitze sind fein gemacht. Alles in Leder. Jupp. In. In. Dark Tan. Vom Farbton her. Das hier ist auch interessant gebaut. Hier diese.
Ja, wie viele Teile sind das C-Säule? Eigentlich? Das sieht doch irgendwie noch einiges an Teilen aus, gell? Das sind einige Teile hier, ja. Nee, überhaupt, das ganze Ding. Das ganze Ding hat einige Teile. Das hat 1143. Weil auch die Seite, Stück. die sind ja nicht einfach nur irgendwelche großen Plates draufgezimmert und Fliesen. Das Ganze geht auch hier so ein bisschen nach innen, ne? Also diese, deswegen hält es auch nicht allzu gut. Baue es mal wieder ein. Das geht hier so ein bisschen schräg, ne? Also um eine Noppe weiter nach innen. Ein Bluebricks-Vitrinenmodell. Zeig doch mal, wie das aussieht, wenn das ohne ist. Naja, man könnte jetzt das hier noch abnehmen und dann hätte man so eine Art Cabrio, oder? Wenn man die Heckscheibe noch wegnimmt. Vielleicht. Könnte man tun. So, dann baust du das wieder anständig zusammen, wie es das gehört, bitte. Herr Doktor. Ich baue das wieder anständig zusammen, wie sich das gehört. Geht da hinten noch was auf? Wo du zusammenbaust? Davon gehe ich mal aus. Ja. Ach, Kofferraum haben wir auch. Okay. Jawohl. Mit Kiste. Ist da also gar was drin? Achtung, lass mal aufmachen. Was machen die Flaschen da drin? Tja. Hallo? Da werden illegale Sachen gemacht, oder was? Hä? Bierschmuggel. Hast du das gewusst? Nee, das habe ich nicht gewusst. Komm, Marco. Ich habe das Set nicht gebaut. Ich bin ja nicht im Designteam. Ich bin nur aber musst du dich denn nicht vorher informieren, bevor du sowas im Video drehst? Ich finde es spannend, wenn ich sowas wie so ein Modell hier vor der Kamera zusammen mit dir erkunde. Ich wusste nicht, dass da Flaschen drin sind. Ja, aber das ist doch peinlich, wenn mir den Koffer aufmachen und falle Flasche raus. Oder? Was? Sagen wir so. Wenn wir deinen Kofferraum aufmachen und es fallen Flaschen raus, dann ist das peinlich. Aber das ist ja nicht dein Auto. Oder doch? Bei mir fällt höchstens Milch raus. Aber keine Alkoholflasche. Monate alte, leicht vergorene Milch. Nee, das gehört jetzt nicht hierher. Gut, also machen wir den Deckel wieder drauf. Also wir haben hier ein oranges amerikanisches Muscle Car mit Motor auf und Kofferraum auf und jede Menge Zylinder. Ich muss jetzt hier genau die Vertiefung treffen. Und abnehmbare C-Säule. Die C-Säule ist, das muss ich sagen, nicht allzu stabil befestigt. Das geht leicht ab, weil das nur eine einzige Noppe ist. Naja gut, aber du musst ja irgendwie auch die Formen kriegen. Vernünftig. Ja. Und die ist ja wirklich getroffen, finde ich, da hinaus. Hier, Ich fasse mal zusammen, ich baue mal zusammen. Also, das orange US Muscle Car von Bluebricks, die 102757 mit 1143 Teile, 46,95 €. Und das gute Stück ist 33 cm lang, 13 cm breit und 9 cm in der Höhe. Und so sieht er aus und da steht er und da fährt er. Und ist auf der Suche nach den nächsten Bisons. Ja, und wo kommt der Krach raus? Beim Original hinten aus den beiden riesigen Auspufftöpfen. Ja. Schick. Hier mit den Luft-Ein- oder Auslässen noch hier vorne. Ja, eher Auslass. Auslass. Also vorne rein, da raus. Genau. Ja, okay. Und hier raus wahrscheinlich. Aber es ist gut getroffen. Also es ist für so ein amerikanisches Muscle Car ist es Shane. Shane. Gut. Mir fehlen aber Deagles. Ich muss es so sagen. Egal. Okay. Diesmal würde ich sogar welche. Du würdest da welche, auch wenn die über mehrere Teile gehen müssten, weil das hier ja viele Kleinteile sind. Ja, weil es ist orange. Es ist so orange. Es ist so orange. Naja, vielleicht ist das halt, zeigt das halt ein oranges Auto. Und dann ach so, ist das ja halt dann, orange. Okay. Also ich würde sagen, bevor wir weiter hier Blödsinn über orangen Autos erzählen. Sagen wir Tschüss. Gell? Für oder? Heute war es das schon aus dem Noppenstein-Studio, aus der Noppenstein-Garage. Ihr wisst ja, Noppensteine kann man nie genug haben. Modelle auch nicht, Automodelle. Demnächst gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. Genau. Und danke fürs Zuschauen. Und wie viel Zylinder hat er? Ich würde sagen 8. Ich auch. Schauen wir. Aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Schauen wir mal in die Kommentare. Oh, tschüss. Ja.